Gude, wir haben in letzter Zeit unsere Gastronomie etwas unterstützt und haben immer mal wieder bei unserem Lieferservice bestellt, dem La Dolce Vita. Und da gibt es einen Toast, den La Dolce Vita Toast mit Birne und Schweinelende. Und der schmeckt hervorragend. Und ich habe mir gedacht, den mache ich nach, denn den möchte ich euch zeigen. Und wie ich den gemacht habe, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin ja ein riesengroßer Fan, mein Essen selber zu machen und selber zu kochen. Aber manchmal, da hat man einfach keine Zeit und man kommt vom Schaffen und hat einfach auch keine Lust. Man will dann einfach nur auf die Couch und irgendwas essen und hat keine Lust, sich jetzt nochmal irgendwo hinzustellen, was zu essen zu machen. Deswegen bestellen wir so, ja, vielleicht so einmal im Monat was beim Lieferservice. Und meistens ist immer der La Dolce Vita Toast dabei. Und den machen wir heute. Wir legen auch gleich schon los und zwar mit einer Birne, die wir jetzt erstmal von der Schale befreien. Und der Stängel, der kommt natürlich auch weg. Was ihr jetzt letztendlich für eine Birne nehmt, ist eigentlich völligst Latte. Also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was das hier für eine Sorte ist. Haben Birnen eigentlich Namen? Die haben bestimmt Namen, so wie Äpfel. Äpfel heißen ja Granny Smith und Gala und Pink Lady. Haben das Birnen auch? So eine Birne Simone oder so? Ich meine, Birne Helene kenne ich, aber das ist ja keine Birnensorte, sondern das ist ja ein Gericht. Aber so hier so Knorki oder so. Och, und bringst du mir mal so ein Kilo Knorki aus dem Supermarkt mit? Großartig. Ja, Knorke die Birne. Nee, wie gesagt, keine Ahnung, ob Birnen Namen haben. Schaut halt, dass die Birne noch knackig ist und nicht zu weich. Und sie sollte nicht so mehlig sein, denn auch Birnen können mehlig sein. Und das ist, finde ich jetzt nicht so schön. Ich mag es auch nicht, wenn sie so mega weich ist. Kommen wir aber zurück zu den Birnen. Die habe ich jetzt in der Mitte zerteilt und jetzt hole ich das Kerngehäuse raus. Denn das brauche ich nicht. Gibt es Leute, die eine Birne komplett essen? Weil es gibt ja Leute, die essen den Apfel ja komplett, bis auf den Stiel. Also die Kerne und alles essen sie mit. Aber bei der Birne das ganze Ding mitessen, weil ich finde, das Innere, das ist so holzig. Das kann man, das schmeckt doch nicht. Gibt es Leute, die das machen? Gibt es unter euch Leute, die eine Birne komplett essen, bis auf den Stängel? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und während ihr euer Kommentar schreibt und auf einmal feststellt, Moment mal, ich bin gar nicht Abonnent dieses Kanals, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr das schnellstens nachholt und mir ein Abonnement hinterlasst. Vielleicht gebt ihr mir noch einen Daumen nach oben und drückt auch die Glocke, weil wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Information. Hier, der dicke Onkel aus YouTube hat wieder was hochgeladen, kannst du gucken, kannst du Spaß haben und vielleicht kannst du auch was nachkochen, grillen, wie auch immer. Und für alle Abonnenten, die sowieso schon da seid, liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Ich hab euch ganz doll lieb, ganz viel Liebe. Geht raus! Weiter geht's aber mit unserem La Dolce Vita Toast. Die Birne, die habe ich bereits operiert. Und ich habe jetzt hier eine wunderschöne Schweinelende, die ich jetzt quasi in so 2,5 bis 3 Finger dicke Stücke schneide. Wenn ihr die beim Metzger holt, sagt ihm bitte, dass er die Silberhaut entfernen soll. Ansonsten müsst ihr das selber machen. Ich habe das jetzt im Vorfeld gemacht, weil Silberhaut und Schweinelende, das muss nicht draufbleiben. Das ist ein dummes Essgefühl. Seht zu, dass die weg ist. Wie gesagt, lasst es euch wegschneiden oder macht es halt selber. Die Stücke habe ich jetzt so ein bisschen platt gedrückt. Und jetzt werde ich sie ein klein wenig salzen. Die genaue Zutatenliste, liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Die gibt es natürlich am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder es schreibt wieder jemand in die Kommentare und dann könnt ihr euch das copy und pasten. Und ich vermute mal, ich weiß, wer das in die Kommentare schreiben wird. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Wir sind eine großartige Community, die zusammenarbeitet und die sich gegenseitig unterstützt. Ich danke euch, dass ihr alle da seid. Machen wir aber weiter am Grill. Den habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe in die eine Hälfte des Grills Briketts gegeben. Die hatten jetzt genug Zeit durchzuglühen. Im Übrigen, das sind Coco Eggs. Achtung, jetzt folgt ein bisschen Werbung. Coco Eggs von McBriquette. Wo ihr die herbekommt, das steht unten in der Infobox. Wer mich kennt, weiß es. Ich benutze die schon seit Jahren. Eigentlich schon, seitdem es mich gibt, benutze ich die. Ich finde die großartig. Wie gesagt, steht unten in der Infobox. Könnt ihr mal vorbeischauen. Vielleicht sind das ja Kohlen für euch. Das Fleisch, das grillen wir jetzt direkt über der Hitze ein bisschen an. Einfach so, dass es ein bisschen Röstaromen bekommt. Also so 1-2 Minuten von jeder Seite. So, dass ihr halt ein klein wenig so ein bisschen seht, dass da was passiert ist. Das Fleisch drehen wir jetzt. Und es riecht jetzt schon richtig gut. Das ist nur Fleisch und ein bisschen Salz. Und es riecht einfach schon hervorragend. Jetzt können wir aber auch schon die Birne holen. Die können wir nämlich dazulegen. Je nachdem, wie weich eure Birne ist, macht es halt ein bisschen später oder ein bisschen früher drauf. Also wenn ihr eine knüppelharte Birne habt, dann würde ich es vielleicht sogar vor dem Fleisch drauflegen, weil sie sonst am Ende nicht weich wird oder nicht die richtige Konsistenz bekommt.
Jetzt legen wir das Fleisch in den indirekten Bereich und ihr seht, es ist noch nicht gar, das ist innen noch roh. Aber das muss jetzt auch noch nicht gar sein zu diesem Zeitpunkt, denn das kommt jetzt in den indirekten Bereich und hat dort Zeit, gar zu ziehen. Die Birne wird noch ein bisschen angegrillt, wenn ihr wollt, von beiden Seiten. Und wenn sie ein bisschen Farbe bekommen hat, kommt sie auch in den indirekten Bereich. Jetzt schließe ich den Grill und die Birne und das Fleisch haben jetzt ein bisschen Zeit, gar zu ziehen. In der Zeit können wir uns quasi um unseren Toast kümmern. Das ist stinknormaler Sandwich-Toast, bekommt er in jedem Supermarkt, bekommt er auch an der Tanke, wenn er zu viel Geld hat. Könnt ihr an die Tanke gehen und sagen, ich brauche eine Packung Toast für 66.000 Euro. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das möchte ich euch nicht vorschreiben, wo ihr euren Toast kauft. Was ich euch aber vorschreiben möchte, ist, dass ihr Butter auf euren Toast schmiert. Und zwar nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Aber überall, auch vorne am Rand, also nie nichts auslassen, es muss überall schön Butter sein, denn die Butter, die macht alles. Das ist wie mit Bacon und Käse. Mit Bacon und Käse schmeckt alles besser und mit Butter, das fällt sich ganz genauso. Das ist so die Dreifaltigkeit der Lebensmittel. Bacon, Käse und Butter, damit schmeckt alles besser und was damit nicht schmeckt, schmeckt sowieso nicht. Wenn ihr jetzt alle vier Scheiben, im Übrigen, wir brauchen vier Scheiben Toast, habe ich gar nicht erwähnt, wir machen vier Portionen, mit Butter beschmiert habt, kommt jetzt noch ein bisschen Salz oben drauf, macht nicht zu viel, nur so ein bisschen. Dann geben wir jetzt noch ein bisschen Pfeffer oben drauf, könnt ihr so rieseln lassen, wie viel Pfeffer, das bleibt euch überlassen, da ist euer Geschmack gefragt, manche mögen ja richtig viel Pfeffer auf ihrem Essen, ich tatsächlich auch. Und wieder am Grill angekommen, hatte das Fleisch und die Birne noch ein bisschen Zeit durchzugaren, ist aber noch nicht komplett durch. Also das Fleisch ist noch nicht ready for eating. Nein, das braucht jetzt noch ein bisschen. Das kommt aber jetzt auf den Toast. Jeweils so zwei Stücke. Und dann kommt die Birne oben drauf. Ich lege die einfach so oben drauf. Wer mag, kann das Ganze natürlich, wenn er jetzt überall Birne haben möchte, in Scheiben schneiden und überall verteilen. Aber ich möchte es so authentisch wie möglich machen, so wie es der Lieferservice macht. Deswegen gebe ich die Birne einfach so oben drauf. Wer jetzt denkt, wir wären mit dem Toast schon fertig, nein, der hat die Rechnung ohne den Lieferservice gemacht. Denn es kommt noch Käse obendrauf. Welchen Käse ihr jetzt nehmt, ist eigentlich völligst Latte. Nehmt halt den Käse, den ihr gerne esst und den ihr mögt. Ich kann euch aber nur raten, nehmt einen kräftigen Käse. Also er muss jetzt nicht stinken bis zum Mond, ne? Aber er sollte schon so ein bisschen Power haben. Denn durch den Geschmack des Käses kriegt das ganze Gericht noch so Charakter. Das Gericht kriegt Charakter. Daniel, jetzt haust du aber richtig einen raus. Bei der Menge vom Käse, da lasse ich eurer Fantasie freien Lauf. Könnt ihr so viel drauf machen, wie ihr möchtet. Für mich sind zwei Scheiben ideal und völlig ausreichend. Jetzt befinden wir uns quasi auf unserer Zielgeraden. Der Toast ist mit Fleisch, Birne und Käse belegt. Jetzt schließen wir den Deckel und jetzt kann das Ganze noch ein bisschen gar ziehen. Der Gargrad vom Fleisch, für diejenigen, die es wissen möchten, der liegt so zwischen 60 und 65 Grad. Drüber würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich habe das Fleisch jetzt auf ungefähr so 62, 63 Grad gezogen. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Richtig hervorragend. Der Käse, der kräftige, der riecht schon. Ach, ich freue mich richtig, diesen Toast gleich zu probieren. Ich nehme jetzt einen runter. Den Rest werde ich dann an die Familie verteilen, denn die isst den auch sehr, sehr gerne. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich werde den Toast jetzt für euch nochmal kurz anschneiden, damit ihr auch quasi das Innere sehen könnt. Warum mache ich das einfach? Weil. Und dieses Geräusch einfach nur großartig. Und schaut's euch an. Ist das nicht wunderhübsch? Liebe Leute, das sieht hervorragend aus. Ja, und was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin mir fast sicher, ihr möchtet diesen hervorragenden La Dolce Vita Toast mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht 4 Scheiben Toast, 2 Birnen, ein Schweinefilet, etwas Butter, 8 Scheiben Käse, Salz und Pfeffer. Und liebe Leute, schaltet nicht ab, denn jetzt wird probiert. Und hier ist er, der La Dolce Vita Toast, den wir quasi bei unserem Lieferservice entdeckt haben. Ja, und den werde ich jetzt mal probieren, denn ich möchte euch ja nicht im Dunkeln tappen lassen, wie er schmeckt. Dann werde ich mir hier so ein Stück runterschneiden, natürlich mit Birne und mit ein Stück Fleisch. Und ihr wisst es ja ganz genau, so Ananas und Obst auf Toast, ich finde es nicht so gut. Aber bei Birne mache ich tatsächlich eine Ausnahme. Denn Birne, das könnte gut sein. Also, dann probiere ich jetzt mal, ob der genauso schmeckt wie von unserem Lieferservice. Oh ja. Der schmeckt richtig gut.
ist eine richtig gute Kombo. Die Birne harmoniert super mit dem Rinderfilet, wollte ich gerade sagen, mit dem Schweinefilet. Richtig gut. Aber ich muss mir noch so ein Stück abschneiden, wo noch ein bisschen Fleisch dabei ist, mit der Birne zusammen. Ja. Großartige Kombo, richtig großartig. New Light. Wenn ich den Mund aufgegessen habe, dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Richtig gut das Teil, richtig gut. 'Cause I've been running this world.